Toskana im Jahr 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Sicheres Geleit. Maria und Claudia zu Villa Auditore in Monte Regenio besorgen. Eskortieren. Nicht besorgen. Was lese ich denn da? Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge sind wir bereits aus Florenz geflohen, weil wir dort nicht mehr sicher sind. Das liegt zum einen daran, dass wir Alberti Uberti gekillt haben, den alten Fettsack, den Korrupten, da der unserem Vater auf dem Gewissen hat. Und jetzt müssen wir aus der Stadt fliehen nach Monte Rigioni oder so. Ich kann das nicht aussprechen, es tut mir leid, aber ich hätte lesen können, das heißt eskortieren und nicht besorgen. So, wir akzeptieren das natürlich, weil wir es ja tun müssen. Anschließend. Und dann geht's auch schon gleich weiter. Claudia Maria hatten links und rechts, sag mal, heute ist aber echt der Wurm drin hier schon wieder. Links haben sie so eine kleine Lebensanzeige. Ich schätze mal, dass wir auch gleich kämpfen müssen, auch wenn wir kein Schwert in dem Sinne haben. Und ich möchte mich auch mal für die ganzen, Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid. Never in a million years, mein Freund. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich kann den gar nicht killen, auch schade. Hey! Ich glaube, es geht los. Mieses Schwein. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Yeah! Was ist das für ein Zauber? Dein Tod, mein Freund. Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Nein! Wer ist das? Hol ihn dir! Komm her! Wir haben eine Klinge endlich! Jawohl! Also ein Schwert, so ein richtiges, ne? Moment, Moment, Maria wird angegriffen. Maria! Wir sind fast tot! Alter! Sollte mich mehr konzentrieren! Auf diese miesen Penner! Wo ist Maria jetzt hier? Die wird gerade ganz schön penetriert scheinbar. Da ist er. Hey! Du! Ich hab da was für dich! So. Da hinten geht's weiter. Los! Wir können ihn zur Piazza schaffen. Schwamms! Oh! Den hab ich jetzt gekillt. Hammer! Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Onkel Mario. Oh, zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Cool, das war dann Onkel Mario, der uns hier gerade den Arsch gerettet hat. Und wir sind sicheres Geleit. Synchronisiert. Das freut mich natürlich. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt schon in Montegri-Dingensbummens? Ist ganz schön düster hier alles, ne? So dröge. Die Wolken ziehen umher. Und wir sind vereint mit den letzten Verbliebenen unserer Familie. Der Gattung Auditore. So, hier können wir uns die Datenbank mal angucken von Monteri. Ich nenne das jetzt einfach mal Monteri. Monteri ist doch gut, dann verhastle ich mich da nicht immer. Monti im 13. Jahrhundert von den Oberherren von Siena erbaut, spielte Monti eine aktive Rolle bei der Verteidigung der Toskana gegen florentinische Versuche, sein Territorium zu erweitern. An vorderster Front stand bei diesem Konflikt die Auditore-Familie, die zu den Regenten und Beschützern der Stadt wurden. Die Auditores waren eines... Was? Die Auditore waren es, welche die bemünden... Oh mein Gott, die berühmten Mauern Monteris erbauten, die heute noch zu sehen sind. So, den Rest könnt ihr euch hier noch durchlesen. Ich wollte das nur mal kurz anschneiden. Ich fordere mal gerade so leicht runter.
Und dann könnt ihr euch das, wenn ihr das denn wollt, noch angucken, aber eigentlich ja eher weniger, denke ich mal, ne? Und, Onkel, wie ist es? Casa Dolce Casa. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Alles klar. Let's get it on. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Wow, noch 2000 Florin dazu. Jetzt haben wir insgesamt 6000 Florin. Das ist ja Hammer. Ja, wir sind jetzt hier also vor der Villa Auditore. Die ist 200 Jahre alt. Ist ja schon Hammer eigentlich, ne? Ist schon ziemlich krass. Und da ist auch ein Aussichtspunkt drauf. Und das bietet sich doch fast schon an, dass wir den einfach mal als erstes holen. Da sind wir unserem Vater einfach schuldig. Und jetzt haben wir also eine neue Stadt. Wir sind also jetzt hier in Madru, ne? Und so ansässig. Ich habe jetzt extra eben zugehört, wie er das ausspricht. Und ich kann es trotzdem noch nicht. Ich bin so ein schlechter Let's Player. Ich bin so schlecht. So, da gehen wir mal hier hoch und synchronisieren den ersten Aussichtspunkt in Montri. Yeah. Karte aktualisiert. Und jetzt hüpfen wir da runter. Wuhu! Was wollte ich denn sagen? Ich war vorhin stehen geblieben, dass ich euch danken möchte für die ganzen Kommentare der letzten Folge, also der Folge 12. Wir laufen da währenddessen mal ein bisschen rum. Ihr habt mir echt viele Kommentare zukommen lassen, auch was man besser machen kann und so. Das ist auch alles sehr freundlich immer, aber ihr könnt nicht erwarten, dass ich das alles auf einmal dann umsetze. Also ich habe zum Beispiel, habt ihr mir erzählt, dass man diese Kurtisanen und diese Herolde bestehlen kann. Das ist ja schon mal sehr gut. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, dass wir unsere Kohle dann auch wieder kriegen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, kaufen wir uns bei Fabro ein paar Stiefel und einen Dolch. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Das machen wir dann auch gleich mal. Und wir können auch gleich mal alle reparieren. Das ist vielleicht auch so eine richtig gute Idee. Dann haben wir wieder ein bisschen bessere Rüstung. Lederstiefel für 1040. Okay, dann geht die 6000 auch relativ schnell wieder weg. Aber das Ding hat Gesundheit 1 und Widerstand 2,5. Das ist natürlich schon mal ganz stattlich. Das kann man ja mal kaufen. Lederstiefel erhalten. Sehr schön. Und wir sollen uns einen Dolch kaufen. Wir können uns auch gar nichts anderes kaufen. Das Ding hat Schaden 1, Tempo 1 und Schutz plus 2.
Ja, ich denke mal, für den Anfang ist das ganz okay. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Gerne doch, mein Freund. So, jetzt muss ich mal gucken. Medizin haben wir, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel. Mit dem quatschen wir mal gerade. Ach, wir sollen eh zum Arzt. Okay. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Hat er gerade Schafsurin gesagt? Alter. Boah. Was geht bei ihm denn? Kommt wieder, wenn ihr Hilfe braucht. Boah, also bei dem würde ich nicht zum Mittag essen, glaube ich. Ach, cool. Hier ist ein Schnelldingsmenü. Hier kann man... Ah, alles klar. Okay. Entschuldigung. So. Entschuldigung. Alter, hau doch mal ab. Ein Freund. Wo sind wir denn Freunde? Wir sind keine Freunde. Okay, wo können wir denn jetzt noch hin? Ja, nirgendwo. Boah, ist die Stadt klein. Ist ja süß. Wo können wir denn jetzt noch hin? Nirgendwo mehr. Wir müssen jetzt zurück... Hier hin, ne? Würde ich mal sagen. Genau. Wir sollen zurück in die Auditore Villa. Und da werden wir dann die erste Mission starten unter der Leitung von Onkel Mario. Das ist also quasi unser neuer... Ja, nicht Gefährte, denke ich mal, aber so ein bisschen unser Mann fürs Grobe, der uns so ein bisschen leitet. Und was haben wir denn da? Ah, hier sind unsere Schwester ist hier. Ist das die Mutter? Ich glaube schon, die quatscht aber nicht, ne? Die ist immer noch schockiert und hat einen Schock. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Jetzt ist es schon so passiert. Jetzt sind wir hier. So, nach oben, würde ich mal sagen. Und da ist auch so ein komisches Ding in hier. Was ist das denn? Wo finde ich denn das? Was ist denn dieses Kodexwand? Ah, wir haben die Codex-Seiten noch gar nicht gesammelt. Das machen wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Davon könnte ausgehen. Jetzt haben wir ein Schwert. Jetzt können wir ordentlich Action machen mit den Codex-Seiten. Wir müssen übrigens nach unten, aber wir können uns hier oben nochmal ein bisschen umsehen. Das machen wir auf jeden Fall. Also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ob es jetzt schon morgen dann die Folge ist oder am Montag oder wann, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir diese Codex-Seiten bei Gelegenheit sammeln in einer Folge. Denn wie ihr ja schon gesagt habt, da hat er mich auch drauf hingewiesen. Danke dafür. Man braucht das tatsächlich am Ende für eine Story. Und hier ist die Mutter, die will aber nicht mit uns quatschen, weil die redet ja eh nicht. Und was wir auch noch machen müssen, ist dieses eine Rätsel mit dem Animus. Denn, da habt ihr mir ja gesagt, da geht es irgendwie um Äpfel oder sowas. Das werden wir dann bei Gelegenheit auch noch tun. Wo sind wir denn hier? Oh, zwei Kisten. Geil. Da hat sich die Neugier ja gelohnt. Hammer. 300 Florin. Und hier haben wir... Na. 285 Florinen. Krass. Das ist anscheinend hier das Zimmer von Onkel Mario, oder was ist das? Kann man hier irgendwas sehen, erkennen, leicht stoßen? Nee, da brauchen wir ja nicht. Cool. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen... Huch, ach ja. Zur nächsten Mission, würde ich mal sagen. Und die Codex-Wand schauen wir uns dann erst dann an, wenn wir die Codex-Seite noch haben, weil... Erst dann macht es ja auch Sinn, sich das Ding anzugucken. Wow. Hallöchen, Onkel. Wie geht es dir? Hallo, Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein. Wie schon gesagt. Wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich... Für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Wir wissen doch, wie man kämpft. Wieso will denn der das uns jetzt beibringen? Was ist das denn? Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Wir haben doch schon Kämpfe durchstanden, also bitte. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Hätten wir gar nicht kämpfen dürfen? Ach, guck mal hier, das Opfer. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden. Mann, das ist aber auch doof hier in der Ecke. Das ist, glaube ich... Ja, jetzt lass mich doch mal raus aus der Ecke, du alter Penner. Mein Vater war ein Pfeffersack. Fähigkeit schneller Schritt erlernen. Ach, hat sogar geklappt. Super. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer...
Das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist. Na komm. Yeah. Woher wusstet ihr? Du hast na komm. Bams. Und zack. Codex. Fähigkeit kontern gelernt. Ja, kennen wir doch schon. Haben wir doch schon gemacht die ganze Zeit. Lustig, lustig. Tralalalala. Durchgeführte Provokation. Hey. Au. Na komm her. Au. Oh, schlag mich. Gib's mir. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Es wird langsam hell. Können wir nicht mal pennen gehen? Wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Na auf, mach hinne. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Und tschüss. Ritterorden, die während der Kreuzzüge... Nein! So, Fähigkeit fliegen gelernt. Oder er lernt. In Frankreich aufgelöst wurde. Aber oh, wir sollen... Nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Mario besiegen. Na, das machen wir doch gerne. So ein kleines Spaßkämpfchen. Das ist doch immer drin, Mario. Ist das immer drin? Das ist doch immer drin. Was machst du denn? Warum wehrst du dich denn nicht? Hallo? Hallo? Wehr dich doch mal. Wehr dich doch mal, Mario. Mario. Mario, was ist los, Mario? Mario. Wehr dich doch mal. Hallo. Du bist gleich tot. Mario. Mario. Oh. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Ja, Ezio, das ist nicht schön. Einfach zu gehen, das ist nicht schön. Das kann er nicht machen. Jetzt hat uns der Onkel hier wirklich den Arsch gerettet im Grunde und Ezio will sich verpieseln. Den Schwanz einziehen sozusagen, also das machen wir nicht. Aber so wird es ja wahrscheinlich eh nicht kommen, also von daher... Onkel! Na komm, Onkel. Wo sind denn alle? Onkel? Hallo? Wir sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Vor der Abreise Maria besuchen. Wo sind die jetzt hingegangen? Ich habe das jetzt schon wieder gar nicht mitgekriegt. Wo sind die hingedackelt? Die wollen Vieri töten. Das habe ich ja mitgekriegt. Aber warum... WTF? Naja gut, wir quatschen nochmal kurz mit Maria. Wo ist denn? Ach, die war oben. Genau. Mit der labern wir nochmal ganz kurz und dann... Wollen wir mal Onkel hinterher pilgern. Der will Vieri killen und das ohne uns. Das geht natürlich nicht. So, wo bist du denn, Maria? Hallo? Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Brat ihr meine über. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Gesammelte Federn in der Truhe Marias Gemach deponieren. Ah, okay, wir können also die Federn hier auch ablegen. Jetzt weiß ich nicht, das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob diese Federn dann auch wirklich was mit der Mutter zu tun haben. Weil wenn dem so ist, dann sollten wir vielleicht doch anfangen, die Federn einigermaßen zu sammeln. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn sie was zur Story beitragen sollten, dann werden wir wohl nicht drum rumkommen, diese zu sammeln. Vielleicht mache ich das offscreen... Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich würde wie gesagt gerne alles, was mit Story zu tun hat, mitnehmen. Und dazu zählen dann halt eben auch die Federn, beziehungsweise halt dieses Geheimnis, was es mit der Mutter auf sich hat. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten drehe ich mich hier mal um.
Denn die Folge ist mal wieder dem Ende geneigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Ich hoffe, ihr habt das Späßchen gehabt. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss. Und haut rein!